Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Spider-Man Shatter Dimensions. Ich bin es, euer MC Mafex. Wir kämpfen immer noch gegen den Hobo Goblin oder wie auch immer schon heißt. Wir sind nicht mehr der Noir Spider-Man oder der Amazing Spider-Man, sondern der 2099 Spider-Man. Und ihr seht schon, das ist richtig cool, was wir hier so machen. Nicht nur unser super cooles Kostüm, sondern auch hier die Action, die hier geschieht. So, Speedaufzug. Was müssen wir da hochklappen? Schade, ich dachte, der befördert uns jetzt einfach ganz cool nach vorne. Was muss ich machen? Ich sehe es nicht so ganz. Oh, einfach mich vorne draufstellen. Okay, ja. Wir kämpfen hier gegen den Hobgoblin, der immer fiesere Attacken drauf hat, und schwingen uns jetzt zu ihm. Let's see what happens when I add Fragment's power to the mix. What's happening? Oh. This can't be real. Welcome to my reality, Spider-Man. Hope you'll survive the experience. Get rid of these flying creatures. Das hoffe ich sogar auch. Okay. Also, wie cool ist denn das? Wasserspeierbesieg. Ja, gut. Aber ja, warum schwingst du dich auch auf den mittleren? So. Okay, also es reicht, wenn man den einen Punch gibt, dann sind sie immer tot. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber was wir gegen den machen sollen. Pfifft jetzt wieder seine coolen Bomben, ne? Ja. Aber natürlich unfairer als sonst. So, wo ist er denn? So, selbst wenn wir in der Luft sind, werden wir von seinen Attacken getroffen. Das ist natürlich geil. So, der war schön. Jetzt punchen, okay. Wir müssen immer nur die Gelegenheit wirklich schauen, wo wir punchen dürfen und wo wir die ganze Zeit ausbrechen müssen. So. Zack! Das war zum Beispiel eine Gelegenheit, wo wir angreifen können. Haut drauf. Ich weiß halt nicht, ich habe keine Ahnung, ob das der echte Hobgoblin ist. Oder ob das ein Fake ist oder was. Ach so, er regeneriert sich in der Zeit. Ja, krass, Mann. Bist du ätzend, Mann. So, aber einfach mal den Move hier ohne Pause machen und das geht schon. So, schnell sich nochmal zu sicher da gewähren. Ne, brauchen wir nicht. Zack. Okay, ich dachte mir schon, ey, den kann man ja voll entspannt nehmen, ob den aber so. Zack. Zack. Das war's aber, oder? Hä? Wo? So, okay, er geht wieder raus. Und er hat nur noch die Hälfte des Lebens. Okay, da waren wir immer ein halbwegs schnell. So. Zack, wir müssen es gleich genauso gut nochmal hinkriegen wie gerade eben. Ausnahmsweise mal ein Bossfight, den man gut hinbekommen muss. Was ist denn da schief? So, hier runter. Und zack. So, einmal noch. Das war fies. Wieso verlieren wir eigentlich kein Leben? Nein! Ach komm, jetzt bist du einmal, einen einzigen Angriff hast du gemacht und schon haust du wieder ab. Das ist unfair. So, okay. Haben wir genauso machen, wie wir es gerade eben gemacht haben. Zack, kassieren wir halt ein paar Angriffe, ist wurscht. So, wie man da die weghauen. Da ist einer gespawnt und ich glaube, ich stand da, wo er gespawnt ist. Deswegen hat es mich da weggehauen. So, okay. Sehr cool. Weg da. Gibt da noch einer? Das war der letzte? Okay. Gut, Hobo-Goblin. Hobo. Und das ist der Hobo-Goblin. So, jetzt machst du die Bombe, klar? Wo ist er? Jetzt machst du wieder einen Bomben, aber eh keine Chance. Ach komm schon. Alter, was war das? Ich. Spider-Man, Mann. Hör auf, mich bitte so aufzuregen.
Ich weiß nicht, was das ist, Mann. Ich will da immer seine Bomben greifen. Aber ich weiß nicht, er nimmt sie sich einfach nicht. So, jetzt müssen wir nochmal, ja, jetzt müssen wir das nochmal tragen. Jetzt, ja, ja. So, jetzt geht's. So. Komm, jetzt haben wir den Hobgoblin. Why don't we go for a ride? Und zack, 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 komm, da kommt nun. Zurück, zurück. Und drauf und drauf und drauf und drauf und drauf und drauf und You've done it, Spider-Man, and not a moment too soon. You said it, Webb. Now, let's take a better look at these. It looks like nanofibers fused with bioorganic circuitry. Only one corporation has technology advanced enough for this. Alchemist. So, und damit haben wir auch unser erster Level als Spider-Man 2099 geschafft. Und nun wartet nur noch der Ultimate Spider-Man. So, 16.381 haben wir hier als Komma-Wertung bekommen. 20 eingesammelt und 17.12. Echt schon wieder Gold. Okay, aber jetzt waren wir auch mal gar nicht so schlecht. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise, sage ich extra. So, okay. Lady Web, ich hoffe, du bist zufrieden. Und damit würde ich sagen, starten wir auch hier schon. Ja, das ist das letzte Level, was bei uns bis jetzt offen steht. Wenn ich darf, nichts passiert. Was heißt das? Dass ich einmal nicht gestorben bin in dem Level, oder? Erfolg. So. Dann geht's jetzt nochmal als Ultimate Spider-Man weiter. Ja, den Hobgoblin, auch bekannt als Hobgoblin, haben wir besiegt. Und nun kommt, wie gesagt, nochmal der Ultimate Spider-Man. Unser Venom Spider-Man. Auch nett. Weird smell. Oh, right. Fresh air. Wish I could enjoy being out of the city, but man, the suit is throwing me. I feel dirty, and not in a fun let's go clubbing way. Okay, gotta focus. That magic rock is around here somewhere. And I just figured out where. If it isn't the spectacular spider smut! Oh, dude, pants! No one wants to see your junk. Keep laughing, punk! See what I found? What do you think happens if I use it? Interest rates go down? Yes. It's like my powers are totally unleashed. Now I can absorb all this energy. Energy without limit! And yet, still no pants. Still no pants. Okay! Elektro haben wir nun. Also auch wenn wir hier der böse Spider-Man eigentlich im Endeffekt sind. Deswegen sind wir ja auch der Venom Spider-Man. Haben wir hier immer noch die, den richtigen Willen zumindest um. Und müssen hier auch hier das Artefakt bekommen. Und niemand anders als Elektro hat das. Das ist natürlich sehr schön. Das ist ganz schön fies. Ja! What the hell? Der spawnt einfach überall seine Gegner, das kann ja gar nicht sein. So, zack. Jetzt ist da ein Auto gekommen. Ich glaube, hier ist nicht. Oh, nö. So. Ich habe das Gefühl, unser guter Freund Elektro ist noch ein wenig stärker geworden als eh und je. Oh, und das ist gar nicht gut. So, okay, ich bin jetzt gespannt, was wir hier für eine super Kraft haben. Come on, what do you got? So. Zack. Bitte müssen wir hier nicht kämpfen. So, schön aufpassen und weiter geht's. So. Oh, Wasser und Elektrizität. Immer ein gutes Zeichen. He broke the water pump. More people to save. All in a heroic day's work. Wieso können nie einfach irgendwie nette Menschen einfach mal so ganz entspannt so ein Artefakt bringen und sagen, hey Spidey,
Willst du ein Artefakt haben? Hier ist es. So, Netzsprung. Nochmal den Netzsprung. Und da haben wir. Da. Absetzen. Bitte schön. Oh, da sind noch mehr. Oh. Nicht gut. Nicht gut. So, ich kann nur einen von euch beiden retten. Kann ich euch nicht beide mitnehmen? Komm schon. So. Ich finde das gerade richtig fies, Mann. Wieso müssen es immer super Bösewichte diese Artefakte finden? Wieso, ich sag ja, wieso kann ich einfach Bob der Handwerker oder Bob der Baumeister oder wer einfach kommen? Ey. Oh, das war knapp. Zück. So, komm und sagen, hey, ich habe ein Artefakt gefunden, Spidey. Und du bist mein größter Held und hier hast du das. Zack. Ja, ja. Nicht aufregen. So. Und der letzte sollte das sein. Oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, 3 von 4. Gut. Dann ist das natürlich der letzte. Whoop. Punktlandung. Cool. Seht ihr Ende? Habt ihr gesehen? Statt aller meinen Flecken, dann sind sie auseinander geploppt hier. Das sah cool aus. So, okay. Habe ich doch gern gemacht. Ich hoffe, ihr kommt da irgendwie lieber nicht raus. So. Ich habe hier definitiv größere Probleme. Einen tanzenden Elektro. Mach den Elektro-Dance. Sieht echt so aus, als würde er tanzen. Okay. Ist es eine gute Idee, direkt auf ihn drauf zu stürmen? Ja. Für was haben wir uns im Black Spidey Suit, Mann? Wow. We're really sparking off each other here. Spider-Man, look for Electro above the generator. So, okay. Opa. Also er holt sich die Elektrizität immer aus den Trümmern hier. Aber was soll man dagegen machen? Oh, hier das schwarze Netz, das macht Schaden. Komm schon. Uppala. Komm schon. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. So, kick ihn. Ja, yeah, sehr schön. Komm schon. Aua. Na, ich fliege immer genau seine Elektrokugel, Mann. So. So, der war fies, der Punch. Bei dem konnte ich wieder mal nicht ausweichen, aber ich... Aber das kenne ich ja nur zu gut von Kraven hier. So. So, jetzt macht er wieder den Move, klar. Mal zu erwarten. Und dann wird er höchstwahrscheinlich genau das machen. So, das Symbol hole ich mir. So, hier unten ist man schön in Sicherheit. Kann er noch nicht angreifen, das ist cool. Und dann nochmal hier ein schöner Punch. Jetzt kommt dann nochmal. Komm. Bam! Jetzt müsst ihr das nochmal machen hier. Bam! So. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, oh, da kommen die Venom Punches. So, jetzt macht er wieder den da. Klar. Es ist. Aber er ist schneller geworden. Jetzt macht das gleich nochmal. So. Oh, diesmal sogar dreimal. Aber jetzt reicht's, oder? Ja, ich weiß, dass du größenwahnsinnig geworden bist. Deswegen bist du ja auch Elektro hier. So, aber das bringt dir auch nichts. Und so wie es aussieht, bist du gleich besiegt. Ja, komm, einmal kannst du noch deine coolen Schockwellen machen. Ich chill hier so lang. Also nicht so ein schwerer Bossfight bis jetzt. Aber ich denke, wir werden nochmal gegen ihn kämpfen, wo er dann nochmal richtig hier das Artefakt benutzt. Und dann könnte es nochmal später werden. So. Bam! You think you're so hot, don't you? Actually, now that you mention it. Well, guess what, twerp? That's just one of the generators in this joint. And the more of them I drain, the stronger I'll get. Das hört sich doch gut an. Sehr gut. So. Was seid ihr für merkwürdige Dinge? Explodiert hier?
Ich hab's doch gewusst. So, okay. Electro, dann komm hier mal. How does one even make little zappy creatures? What are their brains? What do they eat? Ich verstehe es nicht. Muss ich die bekämpfen? Ich verstehe es nicht. So. Ich kämpfe jetzt mal normal gegen die. Okay, man kann auch normal gegen die kämpfen. Gut. Ich dachte, die explodieren, aber die Explosion macht da gar keinen Schaden. Einfach drauf smashen hier mit allem drum und dran. Leute, Bibi, was ist denn hier los? Eskalation hier. So. Hey. Jetzt langsam reicht's mal hier. Immer mit der Ruhe hier. Gut. Schafft. Und, oh, 35 Punkte haben wir. Das heißt, wir haben wieder einen neuen hier neues hier freigeschaltet. So, Gesundheit können wir jetzt erstmal machen. So, Gesundheit, Regeneration. Schnellsichtdauer, würde ich sagen, schaffen wir auch für den 2099er frei, weil das ist wichtig. Die Kostüme sind ja alle nicht wichtig. Spinnennetz, Absorption. Ich würde sagen, das holen wir uns jetzt auch mal. Komm. Hört sich nicht schlecht an. So, Wutanzeige machen wir noch nicht, weil ich immer noch den Mut wurde es nicht freigeschaltet habe, was natürlich echt blöd irgendwie ist. So, die sind nicht so wichtig. Eigentlich hauen wir eh immer nur mit dem Standardangriff drauf, so. So. Und bei ihm, also in dem Level, glaube ich, müssen wir eh einfach nur draufhauen. Das reicht eigentlich. So. Ich bin ein Stampfer, sowas ist aber cool. Damit voller Wucht zu draufhauen und jetzt haben wir eh schon hier alles erstmal freigeschaltet. So, was wir uns kaufen können und was halbwegs sinnvoll ist. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir doch erstmal wieder einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal werden wir dann hier weiter Elektro verfolgen und schauen, was der Verrückte hier noch weiter für uns so parat hat. Bis zum nächsten Mal von Shattered Dimension. Haut rein oder wir sehen. Ciao!